Guten Tag und herzlich willkommen zu Agil Skalieren in regulierten Umgebungen. Vielen Dank, dass ihr trotzdem so zahlreich noch erschienen seid. Als erstes möchte ich mich nochmal kurz bei den Veranstaltern bedanken für die Einladung, für so eine großartige Konferenz in so einer wunderschönen Stadt. Ich weiß, wenn man sich so die Titel anschaut hier, die es heute so gibt, irgendwie Change Management, Führung, Manager oder Leader, dann ist das nicht einfach, mit agil in regulierten Umgebungen zu konkurrieren. Aber ich zitiere mal einen meiner Kunden hier, der unverblümt mal zu mir gesagt hat, wissen Sie, Herr Bala, Compliance ist nicht sexy, aber es ist die wichtigste Anforderung, die es bei unserer agilen Transformation zu meistern gibt. Wenn wir das nicht hinbekommen, dann ist für uns agil eigentlich gar nicht sinnvoll. Und also der Zweck dieses Keynotes ist, ein bisschen einen Einblick, einen kurzen Einblick in Compliance und regulierten Umgebungen zu geben und wo der Stand der Dinge gerade ist bei vielen Unternehmen, wo noch sehr, sehr viel nachzuholen ist dort und wie das überhaupt auch mit SAFe, mit dem Scaled Agile Framework und Compliance so funktioniert. Ich werde da so ein paar Beispiele nennen, wo es vielleicht eine gute Umsetzung gab, also wo es wirklich vielleicht sogar, wenn man Compliance mit SAFe noch gut verbinden kann, wo es einen Wettbewerbsvorteil geben kann für viele Firmen und manche Firmen, die es nicht geschafft haben oder die es nicht ernst nehmen, Compliance, dann kann das sehr, sehr schlecht für die aussehen. Ich werde auch ganz kurz mich und Petco vorstellen, unsere Firma. So, erstmal Petco, wir sind relativ neu auf dem Markt, uns gibt es schon seit 5 Jahren, obwohl die Ingenieure dahinter eigentlich alles Veteranen sind, das sind so alles Leute, die über 30 Jahren in Prozessmanagement Erfahrung haben und also unser CEO Peter Pedros war auch also bei SAFe eigentlich mit der ersten europäischen Kurs dabei und ja. Also wir fokussieren uns hauptsächlich auf Managed Process Services für Firmen. Dann haben wir auch noch Trainings und Workshops in Quality Management, agiles HR. Und natürlich unser Flagship-Produkt ist Applied SAFe, also so ein agiles QMS. Ein bisschen über mich. Mein Name ist Viris Bala. Ich habe Volkswirtschaft an der Columbia University studiert, auch Corporate Innovation an der Stanford Business School. Ich habe auch in der geforscht und eines der meiner Hauptanliegen in der Forschung war, warum große Firmen immer Probleme haben mit Innovation. Gehen wir auch mal weiter so ein bisschen. Da. Ich wollte euch mal so einen Chart zeigen hier, was ich sehr, sehr interessant fand. Das ist der Current Churn Rate, 75% auf Standard & Poor's 500 Companies. Die meisten, also 75% werden weg sein bei 2027. Wenn wir uns das so mal anschauen, 1960, da hatte die normale Lebenserwartung einer Firma war 60 Jahre. Jetzt sind wir bei 18. Wenn man sich das eigentlich wirklich anschaut, ist es 15 und das geht weiter nach unten. Dann sprechen wir über die digitale Disruption oder Digital Disruption, wie das so schön heißt. Der Wandel hat alle Industrien jetzt erfasst. Da müssen auch dringende Probleme für die meisten Firmen gelöst werden, wo wir sagen, Entwicklungsprojekte werden komplizierter. Das Scheitern in digitalen Transformationen können sich die wenigsten Unternehmen nochmal wirklich leisten. Die Teams werden größer. Wenn wir jetzt einer unserer Kunden, die bauen gerade den F-35 Kampfjet und die haben dort 110 Trains am Laufen. Also das sind wirklich 15.000 Entwickler, die nur an der Kabine eigentlich arbeiten für das Teil.
So, da kann man sich dann vorstellen, dass es wirklich eine Herausforderung ist, dass wirklich alle da zusammenkommen und dort erfolgreich sind. Wenn wir dann nochmal regulatorische Anforderungen nochmal draufstellen, dann könnt ihr euch vorstellen, dass es nochmal etwas schwieriger wird. Also hier auch wieder, also wir haben increasing competitive pressure. Innovation muss gemacht werden jetzt von vielen Firmen. Das ist keine Choice mehr. Low time to market. Viele sagen ja, das war ja immer schon so. Aber wenn wir eigentlich über die Industry 4.0 reden und connected devices, dann ist der Stand eigentlich anders. Es war ja nicht so wie früher. Nur agile Teams alleine können diese komplexen Systeme, wir sprechen auch von Cyber-Physical Systems, nicht mehr bauen. Ich kann nicht sagen, dass wir dort mit ein, zwei agilen Teams dort wirklich erfolgreich unterwegs sein können. Deswegen müssen wir das irgendwie skalieren. Und ein paar der Firmen kennt ihr wahrscheinlich alle schon, viele von denen sind neu, die agil arbeiten. Die anderen, die nicht neu sind, haben diese Transformation gemacht und versuchen sehr, sehr stark auf agil dort zu arbeiten. Wie viele von euch kennen eigentlich das SAFe, Scaled Agile Framework? Oh, das ist großartig. Okay, ja, es ist oft, also manchmal höre ich da, was ist SAFe? Wir haben hier den Report, den 13. State of Agile Report. Da können wir ganz genau sehen, Scaled Agile Framework mit 30% dabei, bei 3600 Firmen, glaube ich, wo der Survey gemacht wird. Wenn wir uns anschauen, auch das Scrum of Scrums, zumindest auf der Programmebene, sehr ähnlich wie SAFe ist, kann man eigentlich sagen, dass 50% der Firmen entweder mit SAFe oder SAFe-ähnlichen Methoden arbeiten. Das ist nochmal das Vollbild von SAFe hier. Das kennt ihr dann bestimmt ja auch alle. Dann die Core Values, Alignment, Building Quality, Transparency, Program Execution. Noch ein paar Eckdaten nochmal. 70% der Fortune 100 Companies arbeiten mit SAFe oder haben Leute in deren Teams, die sehr gut SAFe können. Ich bin also glücklich in der Weise, dass ich sehr, sehr, sehr viel Kontakt habe mit Firmen und ich kann das auch sehen, dass jede größere Firma entweder haben sie es auf dem Radar, entweder planen sie es oder machen sie es schon und dann gibt es natürlich die, die full SAFe gehen. So, aber wir wollen ja jetzt über Compliance sprechen, oder? Und wenn wir über Agil und Compliance sprechen, dann muss man sich bewusst werden, dass dort Gegensätze, vermeintliche Gegensätze aufeinanderprallen, ja? Auf der einen Seite, wir haben halt diese grundverschiedenen Lager. Auf der einen Seite ist Qualität, Sicherheit, Wirksamkeit, Spezifikation, Meilensteine, Verifikation und Validierung. Dann gibt es Inspektionen, Audits, Abnahme, dokumentierte Qualitätsmanagementsysteme, etablierte Prozesse, was sehr, sehr wichtig ist. Das werde ich euch nachher nochmal kurz zeigen. Vollständige Rückverfolgbarkeit, Metriken, Abdeckung der Anforderungen. Und dann haben wir natürlich das agile Manifesto, was so ein bisschen in die gegengesetzte Richtung ist, wo es heißt, Individuen und Interaktionen haben Vorrang vor Prozessen und Werkzeugen, funktionsfähige Produkte haben Vorrang vor ausgedehnter Dokumentation, Zusammenarbeit mit den Kunden Vorrang vor Vertragsverhandlungen. Und da kann man sehen, dass da so ein bisschen ein Konflikt ist. Wir haben das viele Firmen gelöst. Wir haben hier den Mark Zuckerberg. Und da ist diese Idee von Move fast and break things. Ich sehe das auch sehr, sehr oft mit sehr vielen Firmen da, wenn man irgendwie sagt, ja, solange wir das agil bauen, wir testen das ja auch, es ist ja schon sicher, auch wenn wir nicht wirklich compliant sind, wir bringen das einfach in den Markt und wenn irgendetwas ist, dann zahlen wir halt die Strafe. Und ja, das ist nochmal der Mark Zuckerberg hier, Mr. Break Things. War gerade Senate-Hearing, hat 5 Billionen Dollar Fine bekommen. Und ja, ich weiß, es ist ein bisschen lustig, aber wenn man sich so ein bisschen die Präsidentschaftskandidaten anhören und die sprechen gerade darüber, dass die Facebook auseinanderbrechen möchten, dann ist es nicht mehr so lustig eigentlich. Ja, jetzt gibt es so ein anderes Thema hier mit das Boeing-Desaster.
346 Menschenleben hat es gekostet. Und das ist ein klares Beispiel, dass wir Compliance nicht vernachlässigen können. Aber den Punkt, den ich hier machen möchte, ist dass, deswegen habe ich auch diesen Artikel bewusst gewählt, hier wird Boeings System angeprangert. Und Boeing arbeitet agil schon seit einer Weile. Das heißt nicht nur, dass sie sagen, ihr seid nicht compliant, aber euer ganzes System funktioniert nicht. Und hier ist es auch nicht mit einer 5 Milliarden Dollar Strafe einfach so getan. Die würden sich freuen, wenn der Staat sagen würde, 5 Milliarden Dollar und ihr seid fertig damit. Aber das ist damit nicht getan. Und vor allem, wenn man so einen Totalausfall hat oder solche Katastrophen hat in der Firma, dann sind es auch nicht mehr nur Compliance, dann spricht man mit dem Justice Department, dann kommt das FBI, dann kommen ganz andere Institutionen mit ins Spiel, womit man sich dann auseinandersetzen muss als Firma. So, wie ist es eigentlich mit SAFE? Hat es überhaupt ein QMS-System? Natürlich hat es eins, sogar ein sehr, sehr gutes. Ich habe euch mal hier ein bisschen das alte gezeigt. Hier, das ist einmal das normale QMS im Wasserfall. Und hier ist das Lean QMS. Wie viele von euch kennen das eigentlich? Einfach mal so als... Okay, einer. Ich erkläre es gleich ein bisschen besser. Also, wir haben hier Organisationen müssen nachweisen, dass das System die beabsichtigten Zweck erfüllt und keine unbeabsichtigten Folgen hat, die Schaden verursachen könnten. Das ist logisch. Sie müssen auch die objektiven Nachweise erarbeiten, die erforderlich sind, um nachzuweisen, dass das System die behördlichen Normen entspricht. Zu diesem Zweck definieren Organisationen, die High-Assurance-Systeme erstellen, ihre genehmigten Praktiken, Richtlinien und Verfahren in einem QMS. Das ist einfach, was ein QMS ist. Gehen wir ein bisschen noch weiter hier. In SAFE, oder wenn wir eigentlich Compliance wirklich runternehmen, also auf der einfachsten Level, dann sprechen wir von drei Sachen. Einmal ist die Verification, also einmal die Verifizierung, die Validierung, was wir haben müssen, die normalerweise werden zusammengegroupt, und dann ist es Compliance. Die ersten zwei, das muss man sich so vorstellen, dass da Tests gemacht werden, also V&V, manchmal heißt es auch IV&V, das heißt Independent Verification und Validation, die gemacht werden müssen, da sprechen wir wirklich konkret über das Produkt. Also Verifizierung ist, dass wir die richtige Solution gebaut haben, ja? Was das System macht. Sehr, sehr oft eigentlich, was ein bisschen lustig ist daran ist, wenn wir über Verification sprechen, bei sehr, sehr vielen großen Firmen, ist es, was das System nicht macht. Also wir wollen ganz genau wissen, welche Sachen das System eigentlich nicht, wo kann es keinen Schaden heranbringen. Bei der Validierung ist es so, dass wir da halt mit diesen Kunden die Connection haben. Macht es, also schadet es entweder den Kunden oder bekommt der Kunde eigentlich wirklich das, was sie wollen. Dann gehen wir mal ein bisschen weiter. So, jetzt kommen wir zum Wasserfallprozess. Und wir sehen das wirklich sehr, sehr oft, dass irgendwie, wenn ich mit Quality Manager spreche, sagen die uns, ja, wissen Sie, Herr Baller, das hört sich ja alles toll an und wir machen ja auch agil, aber die Richtlinien bei uns erlauben das nicht. Bei uns geht das nicht. Ich weiß ja nicht, wo Sie da irgendwie bei Facebook oder Google oder was weiß ich was. Wir sind, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber wir sind eine bestimmte Firma und wir sind schon seit 100 Jahren auf dem Markt und so sieht bei uns die rechtliche Lage aus. Aber das stimmt nicht. Es stimmt wirklich nicht, weil wir arbeiten mit Referenzmodellen jeden Tag. Wir machen über 27 Referenzmodelle. Kein einziges schreibt dir vor, wie du arbeiten musst. Es zeigt einfach nur, dass du etwas machen musst, aber nicht wie. Hier. Kennen wir das Solution Intent? Kennt das jemand vielleicht? Es ist auch sehr, sehr einfach in SAFE hier. Da werden sozusagen die Anforderungen verwaltet. Man muss sich das vorstellen wie in einem Repository sozusagen, wo wir auf der einen Seite haben, was current ist, was gerade gemacht worden ist, und auf der anderen Seite,
was wir machen wollen. Ich gehe da auch gleich noch mal ein bisschen. Also wie steuern wir das ganz genau in Safe? Wir machen das durch DODs. Definitions of Done kennt ihr wahrscheinlich, oder? Okay, also durch den Backlog und durch DODs, das ist ganz normal wie bei der Entwicklung auch. Es ist eigentlich nichts Schwieriges dabei oder nichts Außergewöhnliches. Wir tun das halt im Design Review zum Beispiel, sind da Solution Intent ist updated, delivered and baselined, Peer Review zum Beispiel ist immer so eine Sache. Das ist einfach eine Story, die wir eintragen können und die gemacht wird dort, ja? Dann gibt es natürlich auch also sehr, sehr viele Aktivitäten, wenn wir zum Beispiel mit der FDA, also da compliant sein müssen. Da müssen wir dann alles aufzeichnen. Das sind aber nicht alle Frameworks sind so gebaut. Es gibt schwierige und einfachere dort. Ich zeige gerne auch dieses Bild, weil wenn ich mit Quality Managern spreche, dann denken die immer, die sehen halt, ich weiß nicht, ob ich, funktioniert das? Ja, na. Die sind das halt gewohnt, dass ganz oben Compliance gemacht wird. Und sie sagen, ganz zum Schluss machen wir doch Compliance, oder? Wenn sie sagen DOD, dann ist ja das DOD ganz zum Schluss. Sagen wir, nein, das hat doch gar nichts, so machen wir das nicht im Agilen. Wir fangen hier an, Team Increment. Danach gehen wir weiter, machen System Increment, Solution Increment. Und danach, erst wenn wir ganz oben sind, also die Firmen, die Compliance sehr, sehr gut machen, die wirklich so Operational Excellence da erreicht haben, zum Schluss ist es eigentlich, das ist keine Überraschung für die, das ist keine große Sache, das wird einfach released. Weil die haben schon alles hier vorne aufgebaut. Aber das ist ein schweres Konzept für sehr, sehr viele Quality Manager zu verstehen. Hier habe ich nochmal als Beispiel No Must Fixes Defects, ganz normal im Team Increment. Und das kommt natürlich auch da hinten beim Release, No Must Fix Defect. Es sollte keine Überraschung sein. Ich sage mal, wenn ihr dort beim Release immer noch No Must Fix Defects habt, dann habt ihr es nicht richtig gemacht hier von Anfang an. Ich mag gerne, das ist für mich, das ist jetzt nicht irgendwie safe oder so, so sehe ich das irgendwie für mich ist es. Es ist wie eine natürliche Wasseraufbereitungssystem, wo irgendwie schmutziges Wasser oben reinkommt und das wird dann durchgesiebt und dann hier zum Schluss haben wir dann reines Wasser. Normalerweise, wenn wir das Wasser hier trinken würden, würde es auch sehr, sehr rein sein, oder? So muss man sich das ein bisschen vorstellen. Und dann kommt es natürlich mit Documentation. Das ist auch so etwas, so ein Riesenthema. Ja, wie dokumentieren wir das denn? Weil sie sind ja im Wasserfallprinzip, dokumentieren wir alles schon, bevor wir überhaupt irgendetwas gemacht haben. Und hier sprechen wir von einem Skelett, wo wir es langsam sozusagen aufarbeiten. Wir haben ja die Vision. Wir haben ja die Roadmap. Wir wissen eigentlich schon ungefähr, wo es hingeht. Und dann fangen wir das an, langsam zu dokumentieren. Immer weiter, immer weiter, immer weiter, bis wir eine vollständige Dokumentation zum Schluss haben. Ne? Und jetzt kommen wir eigentlich zum zweiten Teil. Also das war VNV, Validation und Verification ist ein Teil und dann ist Compliance nochmal was anderes. Da geht es ja darum, dass wir einen richtigen Prozess haben. Das heißt, Regulation, also Automotive Spice, A-Spice, möchte wissen, wie wir arbeiten. Haben wir ein Prozessmodell? Arbeiten wir eigentlich nach dem Prozessmodell? Und nicht nur, dass die Produkte, die wir entwickeln dort, dass die halt sicher sind und getestet worden sind. Wie viele von euch haben schon mal einen Prozess gemacht? Das wäre mal interessant zu wissen. Das ist cool, das ist eine Menge, das ist nicht schlecht. Okay, also ich habe. Mache ich hier mal auf hier so ein bisschen. Ich habe einen ganz normalen, das ist ein normaler Bankprozess. Ich möchte zu meiner Bank gehen und möchte dort ein Konto eröffnen. Und dann haben wir so ein Activities Charge dort, was wir alles so machen müssen. Denkt ihr, dass es alles ist, was man eigentlich für einen Prozess braucht? Ist nicht alles, oder? Wir haben ja auch Work Products. Visit Plan, Notes of Wishes, Reservation, Dokument,
Client Identification, Conversation Protocol, Clients Registered as, da müssen wir das registrieren nachher noch. Und jetzt kommen wir zu den Rollen, das ist sehr, sehr wichtig, wenn wir sagen irgendwie, wer macht das eigentlich? Bin ich dafür verantwortlich? Bist du dafür verantwortlich? Wie steuern wir das? Dann sagen wir, okay, eine Assistentin oder ein Assistent macht das Meeting, prepared documentation und dann der Consultant oder der Berater macht dann dort den Rest. Sehr, sehr oft, dann heißt es immer irgendwie mit der Assistentin, was darf sie denn fragen? Wenn wir jetzt in der Schweiz sind, darf die Assistentin fragen, ja, Herr Baller, Sie kommen aus Deutschland, wie viel Geld bringen Sie denn rein? Haben Sie das Geld überhaupt versteuert? Darf sie das fragen? Darf sie das nicht fragen? Das müssen wir auch wissen. In den Checklisten und Guidelines muss das auch definiert sein ein bisschen. Natürlich jemand, der schon eine Ewigkeit das macht, dem muss man jetzt nicht unbedingt jetzt eine Guideline oder eine Checkliste geben. Aber es muss klar sein. Da gibt es natürlich IT-Tools, CRM, Outlook, da geht das immer noch so weiter. Wenn man eine große Firma ist, dann haben wir natürlich die KPIs, wir haben ja Metrics, wir wollen ja wissen, wie viele von diesen Meetings kommen eigentlich wirklich Klienten noch zu uns. Das muss ja alles berechnet werden. So, und jetzt kommen wir zum Compliance. Und das ist ein wichtiger Punkt, ja. Hier sagen wir, in diesen zwei Punkten hier, in diesem Prozess, ist Compliance relevant. Da müssen wir mit Compliance sozusagen, da müssen wir, es muss den Customer wirklich to identify, wir müssen ihn wirklich identifizieren. So, das sind so mandatory. Die anderen Sachen, die sind tailorable. Die sind nicht definiert. Wir können sagen, okay, wir treffen uns im Büro, wir können uns in einem Restaurant treffen, wir können, was du möchtest. Das ist wichtig. Wenn viele Firmen oder Firmen, die das nicht definiert haben, ein Mensch ist ein Gewohnheitstier. Er wird sowieso irgendwie einen Prozess für sich erstellen, was er jeden Tag folgen wird. Aber er nimmt sich dann die Freiheit raus, also weg von sich selber. Wenn er sagt, okay, das muss in einem Büro sein, obwohl das eigentlich gar nicht spezifiziert ist. Nur diese zwei Sachen müssen wir machen. Die anderen Sachen, die können wir so verschieben und machen, wie wir möchten. Wir müssen natürlich dann auch wissen, wir machen diese Prozesse ja, wenn sich Regulations, wenn sich Anforderungen ändern, dass wir schnell und präzise sagen können, okay, genau hier müssen wir eingreifen oder genau da müssen wir was machen. Zum Beispiel, es muss in den USA war das so, dass wir eine zweite Identifikation brauchen oder ja, wie auch immer. So, und wenn ich über Prozesse mit agilen Teams spreche, dann fühle ich, dass so ein bisschen so eine Gegenwehr da ist. So, der will uns in irgendein so einen Prozess, in einen Prozess reinzwingen dort. Das mag ich nicht. Wir sind ja jetzt irgendwie, man behandelt uns ja wie Erwachsene und wir möchten ja nicht wieder irgendwie das machen, was die Firma als Prozess dort ausgesucht hat. Aber das ist nicht unbedingt so. Prozesse sind wichtig, weil Leute sich die ganze Zeit immer bewegen. Wenn wir sprechen zum Beispiel in der Gastronomie, haben wir 25-30% pro Jahr Wechsel von Leuten, die immer wieder rein und rauskommen. Im IT-Bereich sind es 13%. Das ist eine Menge, das sind eine Menge Menschen. Für eine große Firma sind das hunderte, vielleicht auch tausende Leute, die jedes Jahr rein und rauskommen. Wer von euch hat schon mal in einer Firma angefangen zu arbeiten, die überhaupt gar keinen Prozess hatten oder sonst irgendwie keine Guidelines? Es war kein gutes Gefühl, oder? Man hat sich irgendwie so ein bisschen, was mache ich hier eigentlich? Ich habe auch Bekannte von mir, die irgendwie einen Traumjob gehabt haben in der Stadt, wo sie irgendwie arbeiten wollten, super Gehalt, aber haben irgendwann mal entnervt nach 3 Monaten aufgegeben und gesagt haben, ich habe keine Ahnung, was die von mir wollen hier. Es gibt überhaupt gar keine Guidelines, es gibt nichts. Und danach, das Zweite ist das Organizational Learning. Wenn wir, wie gesagt, eine Firma muss ja ein System haben, um lernen zu können. Es kann ja nicht irgendwie nur irgendwelche Individuen sein, die das wissen. Also muss man das auch organisieren. Und dann sprechen wir auch von Respect for People and Culture. Das kennt ihr doch wahrscheinlich, oder? Und wenn wir sagen, dass man Menschen einfach nimmt und sie ins kalte Wasser schmeißt, dann respektiert, ohne definierte Rollen oder Rollenverteilung oder was sie machen müssen. Das ist nicht irgendwie Respect for People and Culture. Für mich zumindest ist es nicht.
Und wir müssen dann auch regulatorische Vorschriften, die wir erfüllen müssen, wir müssen ganz genau wissen, wo schlagen sie sich nieder. Wir haben das ja vorher in dem Prozessmodell gesehen. Und welche Freiheiten haben unsere Mitarbeiter, speziell wenn sie agil arbeiten, welche Freiheiten haben sie sich, um sich das selber zu gestalten? Und wenn wir, wie gesagt, irgendwelche Prozesse, die sich die Leute entweder selber machen oder Prozesse, die nicht durchdacht sind, reinbringen, dann stecken wir diese Leute in eine Zwangsjacke rein. Und hier sprechen wir auch Relentless Improvement, Process Asset Library. Wie viele von euch haben da schon mal den Spruch gehört? Oder das ist so, wenn wir über Relentless Improvement sprechen, dann ist das eigentlich unabdingbar. Speziell, wenn sie sagen, oh, unsere Leute sind nicht motiviert, hört man das sehr, sehr oft bei Firmen. Und dann fragt man, okay, wie sind denn eure Prozesse? Also, was genau erfüllen sie in euren Prozessen? Und wir haben keine Prozesse. Was für Prozesse? Das verstehe ich nicht. Das sollen sie doch wissen, wie das funktioniert. Das ist nicht der Fall unbedingt. Und jetzt kommt es, was wir eigentlich bei Applied Safe machen. Wir stellen Prozesse für, also agile Prozesse für große Firmen her. Und mit Compliance in Verbindung. Ich kann euch das gleich zeigen, wie das eigentlich funktioniert. Normalerweise im Wasserfallsystem ist es so: Sie nehmen ein Referenzmodell. Es kann ISO 26026 sein oder ASPICE. Da schauen Sie sich das an. Okay, also das Prozess Area A, Work Products B. Dann stellen Sie genau so einen Prozess her, obwohl das überhaupt nichts zu tun hat, wie Sie arbeiten. Sie arbeiten total anders. Sie stellen einfach nur einen Prozess, Make-Believe-Prozess dar und dann wird einfach alles gemappt. Ja, so machen wir es halt. Und ich spreche. Also wenn ich bei meinen Kunden bin, dann hört man so lustige Stories, dass er gesagt hat, ja, der Auditor war bei uns da, dann habe ich irgendwie Leute nach Hause geschickt, weil ich wollte nicht, dass er irgendwie ein Interview da macht und wirklich herausfindet, wie die Leute dort arbeiten eigentlich. Und es ist lustig, aber ich meine, so funktioniert es auch. Man bekommt sozusagen, man ist compliant, aber dann muss man auch beten, dass wirklich nie irgendwas Schlimmes passiert, weil wenn man das dann wirklich hinterfragt und sagt, hey, warte mal ganz kurz, ist es eigentlich auch wahr, was ihr in eurem Prozess habt? Also, wir machen das anders. Wir nehmen den echten Prozess, den es gibt. Und wenn wir arbeiten, die meisten Firmen, also wir haben ein Prozessmodell auf SAFe, also vom Scaled Agile Framework, das haben wir gebaut, das zeige ich euch gleich. Und das verbinden wir. Wir customizen das mit was eure Firma dann sozusagen dann hat, mit den Prozessen, die dort aktuell sind. Dann nehmen wir CMMI, ASPICE, was auch immer. Und dann mappen wir sie referenziell. Das heißt, es wird wirklich, was ihr macht, das wird dort gemappt. Das Überraschende ist, dass SAFe eigentlich mit allen Modellen perfekt zusammenarbeitet. Also, es ist einfach ist es nicht, man muss schon wissen, was man macht. Aber man kann es zusammenfügen. Und dass es funktioniert. Warte ganz kurz. Und dann haben wir nicht nur, das ist der große Unterschied. Dann haben wir nicht nur Process Compliance, aber dann haben wir auch Process Adherence. Das ist etwas, was nur ganz, ganz wenige Firmen haben. Und wenn da auch etwas schief läuft nachher, kann man sagen, ja, okay, aber wir waren trotzdem compliant. Es kann irgendwas passieren, aber es ist vertretbar. Kommt natürlich mit den Work Products. Wir können Metriken daraus nehmen. Es müssen auch Quality Managers wirklich dort in den Teams arbeiten eigentlich und nicht nur von oben herab sagen, hey, ihr da unten, macht ihr irgendwie auch dort, habt ihr da im Compliance alles im Griff? Hier ist das mal als Beispiel für euch. Hier haben wir Automotive Spice 3.0. Wir haben jetzt hier einfach mal Stakeholder Requirements genommen. Man kann beliebig das nehmen, ich habe das mal versucht zu lesen, das ist wirklich langweilig, aber es ist wichtig. Und da nehmen wir das und wir definieren das einfach mit bestimmten Rollen dort. Und wir haben dort auch eine Prozentangabe. Das heißt, die Prozesse später, könnt ihr sehen, die haben dort 3 Sterne. Wenn es 3 Sterne ist, sagen wir, es ist 90% abgedeckt. Das ist compliant. Das kommt dann aber auch auf die Industrie an, wo man drin ist, wie die Firma das handhaben will.
Bei vielen ist auch bei 70%, bei 2 Sternen, 50%, bei 1 Stern. Und wenn es kein Stern ist, dann ist man dort nicht compliant. Und dann muss man das dann auch wieder referenziell nochmal mappen und dann muss man sich die Prozesse nochmal ganz genau anschauen. Aber wenn man safe macht, also wenn man Scaled Agile Framework nachdem die ganzen PIs und alles dort folgt, dann ist man eigentlich compliant. So, wer von euch kennt Stages? Keiner kennt Stages, okay. Stages ist sehr, sehr groß in der Automotive Industry. Nur Tesla hat es nicht, alle anderen haben es schon. Sehr, sehr viele andere Firmen auch, also auch in der Medical Device Industry. Das ist halt eine Prozess-Mapping-Software sozusagen oder Plattform, muss man dazu sagen. So, wir haben hier Applied Safe mit unserem Content von Safe, mit dem Original-Content übrigens. Dann haben wir die Organizational Processes. Dann nehmen wir Maturity Models, Industry Standards, Firmenstandard. Und das muss man auch. Es gibt sehr, sehr viele Firmen, die haben ihre eigenen 100-jährigen Standards, die sie unbedingt dort weitermachen möchten. Und dann haben wir so Multimodels, was wir nennen. Wir können auch einen Compliance Report kreieren. Das heißt, wenn mal ein Auditor ins Haus kommt, ist es nicht irgendwie so eine monatelange Geschichte, was wir da erklären müssen. Wir drucken einfach einen Compliance Report und sagen wir hier, schau dir das doch mal an. Und das kann auch ein Laie sehr, sehr schnell sehen, wo sind wir compliant, wo sind wir nicht compliant. Was wir auch machen, was ich eigentlich am besten finde, ist die Instantiation. Wir haben halt Instances für verschiedene Gruppen, die man, also, dass wir, that we can customize. Das heißt, jemand, der im Hardware arbeitet, muss nicht mit einem Prozess, was für Software ist, arbeiten und vice versa. Wir können sozusagen wirklich einen Prozess für das Team machen. Danach können wir das natürlich measuren mit Metrics, Knowledge Assets, Improvements. Wir sprechen ja von Relentless Improvement. Und dann gibt es dann wieder so ein Cycle und dann kann man das immer wieder, immer wieder, immer wieder, bis man wirklich sehr gute Prozesse hat, die funktionieren. Das ist Applied Safe. Wir sagen, dass wir implementieren Safe, Fast and Precise, Customize and Extend, Develop Compliant, Learn, Innovate and Improve. Und dann kann ich euch das mal ganz kurz zeigen. Wer will das sehen? Okay. So, das ist es. Wir können zum Beispiel, klickt mal auf Full View. Das kennt ihr, das Bild wahrscheinlich hier. Dann gehen wir mal, okay, im Portfolio View. Wir wollen das Kanban mal sehen hier, wie das aussieht. Und hier haben wir dann oben sozusagen die Swimlanes. Und wir können uns ganz genau sagen, okay, wer ist für was verantwortlich? Der Epic Owner, the Lean Portfolio Management. Hier ist natürlich alles erklärt. Sagen wir mal, wir möchten mal Analyze Epic sehen. Wie sieht das denn aus bei uns eigentlich in der Firma? Und also das hier ist übrigens pure safe. Aber wir können das sozusagen machen, wie was für Requirements sind für die Firma. Das wird komplett angepasst auf eine Firma. Hier sprechen wir wieder von den Rollen, hier unten auch die Tools, die man anhängen kann, die man benutzen will. Wir sind auch Tool-Agnostic. Stages ist eigentlich schon sehr, sehr lange auf dem Markt und ist wirklich stabil und it plays well with everybody, wir sagen das immer so schön. Ich möchte auch mal das hier zeigen, das ist doch interessant. Wie machen wir eigentlich Compliance? Und dann gehen wir hier oben auf Author View. Und wir versprechen, dass mit Applied Safe die Mitarbeiter eigentlich überhaupt gar nicht mit Compliance zu tun haben sollen. Wir möchten gar nicht, dass ihr über Compliance nachdenkt. Compliance soll, das haben wir schon gemacht. Ihr macht nur ihr macht euren Job. Und folgt einfach dem System. Und hier unten, da,
Das sind die, so die Referential Mapping. So sieht das dann aus. Aber das, die Mitarbeiter sehen das nicht, die müssen das auch nicht sehen. Aber es ist compliant. Und wenn ihr einfach die Prozesse folgt, was ihr sowieso macht in dem Sinne, wenn ihr safe macht, dann habt ihr dann auch Compliance drin. Was auch etwas Cooles ist, Manage Process Variations. Das ist ein bisschen blöd. Da. Wir sprechen immer, also wenn ich bei Großfirmen sind und wir reden über Prozesse, die Leute, die eigentlich diese Prozesse leben müssen, die dürfen da eigentlich nichts dazu sagen oder wirklich die mitgestalten. Und die verstehen sie auch nicht. Die haben eigentlich auch gar nichts damit zu tun. Die Quality Management, die irgendwie ganz woanders sind dort, die diese Prozesse vorschreiben, haben auch irgendwie, wissen nicht, wie die anderen arbeiten, aber alle sollen irgendwie compliant sein und zusammenarbeiten müssen. Wir sagen, Prozesse müssen ja für die Teams gestaltet sein, wirklich, wirklich close. Und das kann man dann tailoring, also, und das ist auch nicht schwer, ich kann das sogar machen. Es gibt einfach nur so Fragen, kleine Fragen, die man spezifizieren kann. Und das wird übrigens der Release Train Engineer, nicht jeder darf das machen, weil dann kommen wir im Hickhack, wenn jeder irgendwie die Prozesse verändern kann für alle. Ja? Also die Release Train Engineers oder der Scrum Master bekommt dann die Erlaubnis sozusagen, die Read-Write-Erlaubnis, diese Prozesse zu verändern und ein bisschen zu gestalten, nach dem, also wie die Teams dann auch arbeiten. Und ja, das ist auch, dann öffnen wir das dann gleich mit. So, das war's. Habt ihr irgendwelche Fragen? Ja. Vielen, vielen Dank. Gibt's Fragen? Bitte. Was ich jetzt gerade nicht ganz verstanden habe, ist Petco Applied Safe quasi ein Produkt, worunter dann ein DMS oder auch ein Story-Tracking angeflanscht wird, oder ist das alles quasi in eurem Framework mit dabei sozusagen? Nein, das also gerade wenn ich jetzt, also wir benutzen zum Beispiel relativ viel Atlassian, also irgendwie DMS, yeah, ist ein Confluence, unsere Softwareentwickler arbeiten in Jira. Wie würde das jetzt mit so einem Applied-Safe-Ansatz kombiniert werden? Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin natürlich für den Vertrieb verantwortlich bei Petco und ich sage natürlich, ja, sie können auch unser System benutzen, aber unsere Ingenieure sagen dann, nein, das sollst du nicht machen. Wo die Work Products aufkommen, dort sollen sie auch bleiben. Also wir können das dann irgendwie linken mit uns, dass jemand, der damit arbeitet oder der jetzt auf Applied Safe ist, weiß, wo die sind. Aber die Sachen bleiben in Confluence und SharePoint oder was auch immer ihr benutzt oder Jira. Was wir machen, man kann so Work Products oder irgendwie Business Design Deals oder da kann man dann irgendwie solche Sachen dort anhängen, ein bisschen, wenn man will. Wir möchten das halt einfach nur als Prozessmodell dann gesehen werden oder dass es als Prozessmodell verstanden wird. Weitere Fragen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, danke. Falls noch auf Fragen, ja, sehr gut, da haben wir noch eine Frage. Gibt es Erfahrungen aus dem Healthcare-Bereich, GMP? Und was ist, wenn ich Safe noch nicht implementiert habe? Könnte dann auch schon helfen. Wie bitte? Wenn ich Safe noch nicht implementiert habe im Unternehmen, könnte dann auch schon helfen. Das ist, Stages macht das ja auch in dem Sinne. Wir sind halt für agil. Also wir arbeiten mit Safe und Stages, das sind unsere zwei wichtigsten Partner. Wir haben als einzigste Firma der Welt das Recht, Safe, das Scaled Agile Framework, das Content komplett zu benutzen und daraus ein Prozessmodell zu machen. Und wir sind die einzigste Firma der Welt. Ich sage immer, wenn ich mit Kunden spreche, ist es immer so, entweder wollen sie es selber bauen oder sie kaufen es von uns.
Und sehr, sehr oft ist das auch so, dass sie sagen, wir bauen es selber, weil irgendjemand sagt, das ist doch kein Problem, das ist doch ein einfaches Ding, das machen wir doch hier in ein paar Wochen. Dann rufen wir nach einem Jahr nochmal an, dann fragen wir, was waren denn eigentlich die Kosten so? Habt ihr doch nicht vielleicht Lust, dass wir da nochmal miteinander reden? Und dann sagt, ja, ja, kommen Sie nochmal vorbei. Und weil es ist halt, warum soll man das Wheel nochmal da irgendwie entwickeln? Zum, was Safe angeht, nicht jeder ist hundertprozentig da. Wir machen auch Hybridmodelle. Also das geht auch. Es ist halt schwieriger, speziell auch für die Teams, die dann da irgendwie so arbeiten müssen. Aber das geht auch. Und wenn es nicht wirklich agil ist, hat das nicht viel was mit uns zu tun in dem Sinne. Dann sagen wir, okay, Stages ist ja da, die haben auch Consultants. Wir haben genug Arbeit mit den Firmen, die agil arbeiten. Und für uns, ich muss ganz ehrlich sagen, ist es auch, agil ist die Zukunft. Und die Firmen, die nicht agil arbeiten wollen, die sind bei den 75%, die sowieso in ein paar Jahren nicht mehr da sein werden. So in dem Sinne. Aber es gibt ja noch andere Modelle als Safe zum Beispiel. Oder vielleicht ist man noch in einem Stadium, wo man Safe noch nicht implementiert hat, vielleicht in die Zukunft in die Richtung denkt, aber noch nicht so weit ist, aber schon das Thema Compliance auf dem Tisch hat. Ja, ja. Ja, es gibt natürlich Firmen wie, ich habe ein Gespräch gehabt mit dem von Google dort, die haben ja auch ihre eigenen, ihr eigenes Safe in dem Sinne und es gibt ein paar Firmen schon, die versuchen da ihren eigenen Weg zu gehen. Aber wenn man wieder in Betracht nimmt, dass Leute immer wieder den Job wechseln und man muss die dann wieder auf das eigene, das Homegrown-System eintrainieren und wir finden Safe ist einfach eine gute Solution, die für sehr, sehr viele Firmen funktioniert. Wir sind jetzt nicht fanatisch oder so, wir sagen, oh, es muss nur safe sein. Aber wir sagen, wir haben es gesehen, dass es funktioniert bei sehr, sehr vielen Firmen und es werden immer mehr. Und speziell, wenn wir mit großen Firmen wie Airbus oder Boeing jetzt sehen, die machen alles safe. Und also ich kann es mir nicht vorstellen, dass die irgendwie Millionen dort reinstecken, dass die dort Tausende von Mitarbeitern zertifizieren und dann sagen, das irgendwie gefällt uns doch nicht, wir gehen irgendwie in eine andere Richtung. Und ich habe persönlich Scrum of Scrums zum Beispiel, was ich gesehen habe, okay, ist bis zum Programmlevel ist es gut, aber wenn du weiter höher gehen willst, dann sagt man sich, okay, was machen wir denn da? Gut, vielen Dank dir nochmal für Beantwortung der Fragen. Wenn noch Fragen wären, du bist ja wahrscheinlich noch da vorne. Ja, ich habe noch eine halbe Stunde, dann muss ich meinen Zug erwischen. Alles klar. Wir haben nämlich jetzt Pause. Ich danke dir, danke für die Teilnahme hier. Genieß die Pause, gleich geht die nächste Keynote vorne weiter. Vielen Dank nochmal. Vielen, vielen Dank. Ja. Ihr wart super.